was machst du denn hier? Ja, ja geil! Ja. Hüpf rein! Hüpf rein! Das ist übel, Alter. Ich bin okay, Schmalhans, aber macht einfach die breiten Reifen dazu. Das ist wie Go-Kart fahren. Geiles Ding. Ah, schön. Dein neuer, oder was? Ja, mal gucken, erstmal Probe fahren. Ja, und dann? Baujahr? Da hol ich nochmal einen. 1800. 1800. Alter, was ist denn das? Unsere neue Platte. Wieso hast du die schon hier rumliegen? Ja, weil ich der Sänger bin. Ehrlich jetzt? Ja. Du kannst singen? Ein bisschen, ich probier's. Krass, können wir da mal rinhören irgendwann? Pack mal aus, das Ding los. Von jetzt zum Beispiel Blatt. Sehr geil. Ey, dass ich die hier treffe. Schönes Digipack. Ich wollte mal gucken, ich wollte mit meiner Frau eigentlich mal hier ein Hausboot nehmen, wisst ihr? Ach, hier im Bitterfeld? Ja, im Sommer. Und da habe ich mir gedacht, guckst du mal die ganze Scheiße hier an? Ja. Und also, heute haben wir ja mal mega Glück mit dem Wetter. Ja, absolut. Also richtig geil. Und mehr geht einfach nicht, würde ich sagen. Schick, schick. Schöner Titel. Eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Deines Glückes Schmied. Deines Glückes Schmied. Wie kamst du dem Titel? Ja, also wie gesagt, da ist ja auch ein Song drauf, der so heißt. Und wir haben auch gar nicht lange überlegt. Da wir ja Rossi sind und auch fürs Schaffen, sagen wir, bekannt sind. Ne? Ja. Und irgendwo ist jeder für seinen Erfolg und für seinen Lebensweg selber verantwortlich ein Stück weit. Ja, deswegen, wer nichts macht, der kommt zu nichts und deswegen jeder seines Glückes Schmied. Und das hat meine Oma damals schon immer gesagt. Okay. Junge, wenn aus dir was werden soll, mach was. Aus. Jeder ist seines Glückes Schmied. So sieht's aus. Alte Sprichworte haben es nochmal drauf. Ja? Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder kann entscheiden, was er will und was er ist. Spür das Feuer in der Blut. Schlag zu so hart wie nie. Du bist ein Herr, du bist ein Meister, du bist Gott. Du bist deines Glückes Schmied. Wir sind auf einer langen Reise, auf der Suche nach dem Glück. Einmal um die ganze Welt, bis zur Hölle und zurück. War es pure. Also Leute, für alle, die den guten Peter noch nicht kennen, die geilste Sau, das Frontschwein von The Ape Escape, Rockkombo aus Magdeburg. Mit denen gehen wir auf Tour im Herbst und haben noch allerlei andere schöne Sachen mit den Jungs vor. Also seid gespannt, wird ein geiles Jahr auf jeden Fall. Ich freue mich, ebenso euch mit an Bord zu haben. Und ja, das wird fett. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ohne Scheiß. Wir sitzen hier gerade im Barkers B1000, drehen mal eine schöne Sonntagsrunde. Bei bestem Wetter? Bei allerbestem Wetter. Ja. Zeigen wir euch nachher noch. Wir fahren jetzt erstmal auf dem Bogen. Der Bitterfelder Bogen ist so eine Aussichtsplattform aus Stahl. Ein bogenförmiges Objekt, wo man raufpilgern kann. Und dann gucken wir mal schön runter aufs wunderbare Bitterfeld. Also, der geht einfach nicht. Das wird nice, so was. Ja, nebenbei kommen wir ja ein bisschen über das Album quatschen, oder? Ja, wollte ich gerne mal. Ich hab's da schon mal kurz in der Hand gehabt. Ja, Digipack. Doppel-CD, ja? Doppel-CD. Wir haben wieder dieses Jahr so eine Coverversion von deutschen Interpreten mit drauf. Zum Grüne Beispiel? Meier, Westernhagen. Sehr geil. Selbst einen Ärzte-Titel hatten wir mit drauf. Welchen habt ihr da? Was steht denn drauf? Geht zu ihr? Nee, deine Schuld. Geht zu ihr. Ja. Von der Ärzte geht zu ihr, haben wir mit drauf. Schön. Es ist nicht deine Schuld. Das ist nice. Ja. Können wir ja mal reinhören oder nicht? Ja, hören wir mal rein. Ich hab's hier auf dem Handy, ich mach's mal an. Ja. So sieht's übrigens aus. Ja. Mega Link. Wer es noch nicht gesehen hat. Erster Track. Schönes Digipack. Zwei CDs, schönes Booklet. Sehr geiler Style, muss ich sagen. Ja, also schöne Farben. Sehr kräftiges Logo. Ja. Auf jeden Fall, könnte ein Verkehrsschild sein. Ja, das denke ich auch. Vorsicht, hier wird geschmiedet. Vorsicht, hier wird geschmiedet. Ja. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ab heute wird es so sein. Immer, immer. So. Na, dann hören wir mal rein. Hauen wir den ersten Song an, in alter Manier. Bam. Feuer frei aus allen Ohren. Seid ihr bereit? Die Axt vom Kampf gezeichnet.
Doch wir setzen noch rein drauf. Stehen derbe unter Strom und hol den dicken Hammer raus. Wir sind zurück, wir schlagen wieder zu. Hart gesotten, penetrant, lassen wir euch nicht in Ruhe. Wir sind zurück, ja, wir sind wieder da. Du sag doch mal, was für ein Inhalt ist. Also in alter Manier ist eigentlich der typische Opener, wo wir uns selber beweihräuchern, muss ich ehrlich sagen. Und es hat einen geilen Hintergrund, und zwar diese Platte für alle Hörer von den anderen Platten und Monument vor allem. Die sagten, Mensch Gott, Schiffrin, das war früher mal härter, mehr Punkrock, cooler. Irgendwie fehlt mir jetzt ein bisschen der Pep. Der Pep. Da ist er drauf, der Pep. Ich bin gespannt. Diese Platte heißt nicht nur so, die ist die Inbrunst des Schmiedens. Also da wird richtig was verarbeitet. Und in alter Manier ist eigentlich dieser Song, der das ausdrücken soll, dass wir immer noch wir sind nach 9 Jahren mittlerweile Bandgeschichte und keinesfalls in irgendwelchen Härten oder irgendwas verloren haben. Also wir ziehen das Ding gnadenlos durch. Wie auch schon in diversen Review beschrieben wurde von diesem Album, ja, dass wir einfach unseren Stil treu bleiben und das auch weiterhin machen wollen. Das ist auch wichtig. Und nicht so eine scheiß Popmusik oder sowas machen wollen. Ja. Genau, nicht verbiegen lassen, immer durchziehen. Wir haben noch nicht alle durchgequatscht, aber hast du einen Favoriten vom Album? Es kommt halt drauf an. Also wir haben mal wieder ein paar schicke Balladen drauf. Kann ich ja mal ein bisschen vorgreifen. Dieser Tag des Regens. Mhm. Will ich eigentlich gar nicht zu viel sagen. Der Song sagt es eigentlich schon aus. Ist wahrscheinlich nichts Positives, weil Regen ist immer scheiße. Ja. Da geht es halt auch tatsächlich um einen Todesfall, und das wird halt so schön mit theatralischer untermalt, und okay, ich singe da halt auch mal. Wir könnten uns wiedersehen. Dies ist ein Tag des Regens. Ab jetzt gehst du allein. Viel Glück auf deinen Weg. Wir sind natürlich nicht allein, weil alleine würden wir uns hier nie hertrauen. Ich hätte nämlich ganz alleine Angst mit Rocky. Wegen die Räuber und so und wegen mir. Und deswegen haben wir unsere, nennen wir es Bandkollegen. Kann man so sagen. Dabei. Und gucken mal, was die so sagen. Diese vom Stapel lassen. Ich sehe gerade nicht hier. Ich hab da gar keinen Laden, oder? Ja, ja, richtig. Das gibt's ja gar nicht. Wollen wir hochgucken, oder was? Ich brauch das hier und heute. Kein fernes Abenteuer. Hier brennt sie meine Flamme. Hier brennt mein Seelenfeuer. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt, die ich im Herzen trage. Schlechte Zeiten, doch die Treue hielten wir. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Doch das war uns scheißegal, denn ohne Ballast weiß man schneller. Volle Kraft voraus, kommt mit an Bord. Wir setzen die Segel, sind nie allein. Richtung Sonne aus dem Nebel, frei zu sein. Das weite Land ist schon in Sicht. Volle Kraft voraus, bis die letzte Welle bricht. Wie viele Einwohner habt ihr hier? Boah, ich mach nicht so eine Sache. Warum? Ihr kommt doch von hier. Das ist viel zu viel, glaube ich. 5? 10? Keine Ahnung. Nein. Ich mach die Leinen los und treibe übers Meer. Bin auf dem Weg zu dir und sei er noch so schwer. Keine Hand vermag zu halten, was Herz entbinden kann. Kein Auge
kann das sehen, was mein Gefühl leckt's erst an. Wir werden uns wiedersehen, wir halten an uns fest. 6000 Kilometer sind nur ein Gedankengang. Wir werden uns wiedersehen, uns in den Armen liegen und träumen ihn schon wieder stundenlang. Diese Traumformel. Wir haben halt viele härtere Nummern jetzt wieder mit drauf. Das finde ich ja persönlich mega geil. Das einfach mal ein bisschen Double Bass, ein bisschen geile Gitarre, ein bisschen Metal-Anteile sogar mit drin und so. Ja, damals Liebe geschworen, jetzt hast du gesagt, es war von Anfang an tot geboren. Es wird Zeit, etwas zu ändern für einen neuen Beginn. Und da kommt mir etwas in den Sinn. Streichholz und Benzin, ich zünd mein altes Leben an. Streichholz und Benzin, soll der ganze Scheiß zur Hölle fahren. Streichholz und Benzin, das ist meine Therapie. Ich zünd die ganze Scheiße an, so gut ging's mir noch nie. Ein geiler Song mit einem geilen Inhalt, wozu wir jetzt vor kurzem erst ein Video gedreht haben. Mit einer Videoproduktionsfirma aus Österreich. Und ein sehr aufwendiges Video. Da wurdest du gefesselt mit Klebeband, habe ich gesehen. Ja, meine imaginäre Ex-Freundin, die in diesem Video meine Ex-Freundin spielt, fand wahrscheinlich mein Verhalten nicht ganz so lustig, was auch immer ich gemacht habe. hat sich dann halt ein bisschen gerecht. Und wie lange hast du da so gesessen? Das waren Temperaturen wie heute ungefähr. Und ich habe da so meine 3-4 Stunden im Axel-Shirt und Jogginghose auf dem Stuhl verbracht. Scheiße. Mit Arme nach hinten. Sehr bequem, oder? Sehr gut, sehr schön. Und, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, man sieht diesen Schmerz in meinem Gesicht. Und der war nicht gespielt, aber tatsächlich. Wie sah das aus? Mach das bitte nochmal hier rein. Na, jetzt fahren wir erstmal zum guten Ronny in die Pizzeria. Und in die Pizza 66 oder 66. Wir sind ja in Bitterfeld, da ist das 66. 66, ja. Und wir besuchen den mal. Mal gucken, was der. Der Angler wartet Stunden, doch der Narr ein Leben lang. Verschwende keine Zeit, leb deine Träume und fang jetzt damit an. Hol dir den Augenblick zurück von dieser schönen Zeit, egal was mir die Zukunft bringt. Ich bin dafür bereit. Ist dein Leben lebenswert, wenn du nicht mehr träumen kannst? Hol dir den Augenblick zurück und fang heute damit an. Vergessene Bilder tauchen wieder auf, Zeugen des damals im Hier und Jetzt. Also mal den Anwalt machen, das ist Ronny, ja? Das ist der Inhaber dieser Pizzeria, Pizza 66 hier in Bitterfeld. Dass du ja so ein alter Freund von uns bist, ein alter Konzertgänger, ja, und Bekannter, ne? Genau. Und wir haben davon erfahren und haben gedacht, das muss man einfach unterstützen. Ja? Und somit kam es halt, dass wir unsere eigene Pizza kreieren durften. Das ist ja auch eine große Ehre. Ja, und dann natürlich noch was Gutes tun damit, ne? Also wir haben ja für jede Spende, ja, 500 Euro letztes Jahr im Dezember an Mew Club bei uns gespendet, für jede verkaufte Pizza 50 Cent. Also über 1000 Pizzen verkauft, ja, von der Pizza Gottschalk. Danke an alle fleißigen Esser nochmal an der Stelle. Ja, ja. Die schmeckt aber. Ja. Also die schmeckt aber. Ja. Also die schmeckt aber. Ja. Wird immer so sein, denn außer meiner Würde hat